Das hat es jetzt doch noch nie gegeben. Dass für eine WB der rote Teppich Das war glaube ich doch nicht für mich gewesen. Aber so einen Scheinwerferassistent könnte ich jetzt auch noch brauchen. Scheint, als wäre der Aufzug für den Karl Lagerfeld und Anhang. Oh gut, dann gehen wir den doch mal zum diesjährigen Fasnachtsumzug in Altishofen befragen. Wir sind dieses Jahr unterwegs als Karl Lagerfeld mit unseren Models. Und wir haben das gemacht für unsere Zunftmeisterin, weil sie ist von Beruf Schneiderin. Ja, wir fangen alle im Sommer an, unser Kostüm zu planen. Meistens mit so einer Grillabend. Aber da kommt nie etwas Schlaues raus. Es braucht dann nachher noch die Fasnachtseröffnung, bis wir richtig drin sind. Und nach etwa 3-4 Sitzungen startet das alle. Wir haben jetzt die Gruppe 1994 gegründet und gehen seitdem jedes Jahr mit einem frischen Motto an die Fasnacht. Und da haben wir gleich noch einen Haufen Platz dabei. Wir sind alle schon Zunftmeister in unserer Gruppe und wir ziehen das durch, solange wir laufen können. Die Fasnacht bedeutet für mich ein Kulturgut, das man pflegen muss, das man hegen muss. Und darum sind wir auch immer bereit, für die Fasnacht etwas zu tun, bevor wir an die Fasnacht gehen. Privat stecken wir eigentlich nicht zurück, im Gegenteil. Wir treffen uns Kollegen eigentlich in dieser Zeit viel mehr und sind alle Freude, wenn wir eine Woche lang miteinander ein bisschen geschieren können. Auf unsere Fasnachtsplakette sind wir wirklich stolz, zu Altishofen. Die macht unser Künstler vom Dorf, der Bildhauer Albin Näpfling. Und wir schreiben jetzt die zwei Wörter, Altishofer Fasnacht. Und das T gehört jetzt zum Wort Altishofen. Und die Serien, die kommen sicher einen Wert über. Es sind noch wirklich steingehauene Plaketten und wir gehen die so in Druck und können verzichten auf so Kleber und Pins. Die Fasnacht hegen und pflegen. Das haben sich offenbar einige vorgenommen. Ihre Kostüme lassen auf alle Fälle auf viele Stunden hinter der Nähmaschine schliessen und bringen viel Bunts in die ansonsten ziemlich farblose Winterlandschaft. Sofort wieder zurück. Brave Kind.